Hallo, hier ist wieder Michaela. Letzte Woche hatte ich euch die 7 Biotypen erklärt am Beispiel der Männer. Jetzt möchte ich euch bitten, euch dieselbe Situation vorzustellen, aber diesmal wollen wir die Biotypen der Frauen betrachten. Ich erinnere euch daran, Bücher wie diese hier, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, sind nicht zielführend. Es gibt 7 Biotypen, es gibt genauso viele Männer wie Frauen vom Mars und es gibt genauso viele Männer wie Frauen von der Venus. Und dann gibt es eben noch 5 weitere Typen und es hilft uns überhaupt nicht, wenn wir uns auf diese 2 nur versteifen, weil dann werden 5 sich ihr Leben lang unwohl fühlen und denken, mit ihnen ist was nicht in Ordnung. Aber ich kann euch beruhigen, es gibt eben viel mehr, als uns sonst immer nahegelegt wird und es ist alles stimmig und unter diesem Himmel passen viele Typen. So, dann erinnern wir euch jetzt daran, wie die Ausgangslage ist. Ihr erinnert euch an die Szene, ein Paar sitzt in einem Café in der Sonne, hat gerade bestellt und plötzlich schiebt sich eine Wolke vor die Sonne und sie sagt zu ihm, Schatz, mir ist kalt. So, was der Mann glaubt, sei ein ganz normaler Satz, da kann er sich ganz schön täuschen. Da sind 7 Lesarten möglich, je nachdem, wer die 7 Frauen sind, die hinter diesem Satz stehen. Die Sonnenfrau ist ein direkter Typ. Die meint, was sie sagt. Das heißt, der Satz ist nur der Satz. Ihr ist kalt und sie überlegt jetzt als nächstes, was kann man da machen. Wenn er gut ist, reagiert er schnell und sagt, komm, lass uns reingehen. Dann ist das Thema erledigt. Wenn aber sie aufspringt und losläuft und er kommt nicht hinterher, dann nervt er sie. Dann kann sehr schnell der Satz hinterherkommen, muss ich immer alles alleine machen. Die Sonnenfrau ist eine, die selber entscheidet, die einen Satz genau so meint, wie sie ihn sagt und sehr direkt ihr Ziel ansteuert. Wir haben die Löwenfrau, die kann dann auch schon mal etwas wilder und aggressiver werden. Das ist sie vor allem dann, wenn sie zur Löwenmutter wird. Und wir haben die Pferdefrau, die kann unangenehmen Themen auch schon mal davon galoppieren. Die Mondfrau, ganz anderer Typ. Die sagt es auch mit einer anderen Betonung. Schatz, mir ist kalt. Och Mann, ich hatte mich so gefreut auf diesen Tag auf der Terrasse, um mal endlich draußen sitzen zu können. Und schon muss es natürlich wieder kalt werden. Ist doch wirklich nicht zu fassen. Und so war schon der ganze Tag. Und dann geht das los. Was alles an dem Tag schlecht gelaufen ist, wer wieder hässlich zu ihr war. Die ganze Litanei und die Traurigkeit des Daseins kommt mal wieder raus. Entweder geht er drauf ein, dann geht's ganz gut. Wenn er weghört, geht's vielleicht auch ganz gut, wenn sie es nicht merkt. Wenn er nicht reagiert, wird die Konstellation nicht gut klappen. Die Merkurfrau. Immer ein bisschen nervös, immer ein bisschen flatterig. Und sie wird nicht nur sagen, Schatz, mir ist kalt, sie ist dann schon aufgesprungen. Und dann fängt sie an, zum Auto zu rennen, zu gucken, ob sie da noch eine Jacke hatte. Dann fängt sie an, reinzurennen, zu gucken, ob da noch ein Platz ist. Dann gefällt ihr der aber nicht, weil da ist jetzt kein Blick nach draußen. Dann kommt sie wieder raus, kommentiert das alles. Mann, da hätte ich echt dran denken sollen, dass das heute noch überhaupt nicht so ein schöner Tag werden würde. Hat irgendjemand mal die Wetter-App gesehen? Oder, ach mein, wo habe ich jetzt mein Handy jetzt schon wieder? Hast du das gesehen, Schatz? Wo ist mein Handy? Kurzum, sie plappert, sie wird hektisch. Und er hat jetzt die Möglichkeit, sie zu beruhigen. Nein, komm, setz dich mal wieder hin. Oder aber, er tut etwas. Aber in jedem Fall wird da Action erforderlich sein, denn sie wird keine Ruhe geben. Er muss auch damit leben können, dass sie sehr, sehr viel redet. Anders die Marsfrau. Die sagt nicht nur, Schatz, mir ist kalt. Die sagt auch zur Kellnerin, hören Sie, das geht hier überhaupt gar nicht. Haben Sie noch einen Platz drinnen? Weil hier kann man ja nicht sitzen. Er wird dann noch sagen, ey, sei doch nicht so. Er wird versuchen abzuwiegeln, in den meisten Fällen jedenfalls, je nachdem, was von Typ er dann ist. Aber sie wird in jedem Fall jetzt erwarten, dass sofort und augenblicklich eine praktische Lösung gefunden wird. Wenn nicht, dann ist es nicht der Richtige. Die Venus reagiert ganz anders. Auch der Tonfall ist anders. Immer schon leicht eine Tonlage höher, noch ein bisschen kindlich. Augenaufschlag dazu, Schatz, mir ist kalt. Dann geht er natürlich hin und muss etwas tun. Reagiert er, wie sie das möchte? Das heißt, er apportiert die Jacke als guter Hund, sie ist die Katze, dann wird sie auch schnurren wie eine Katze. Tut er das nicht, kommt er nicht in Frage. Punkt. Es wird dann kein zweites Date mehr geben. Die Jupiter-Frau ist ganz anders. Sie hat zwar diesen Satz gesagt, nimmt ihn aber gleich wieder zurück. Naja, also eigentlich kann ich es schon noch aushalten.
Und außerdem, naja, wenn jetzt alle da reinrennen würden, dann wäre das hier ein Chaos. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Ich denke, wir sollten lieber noch ein zweites Stück Torte bestellen. Kalorien wärmen ja auch. Das ist die Lösung der Jupiterfrau. Darum sind die auch ein bisschen füllig, aber das ist eigentlich auch gut. Das ist weiblich und die werden jedenfalls sicher nicht so schnell an Anorexie leiden. Ja, und das ist der gefährlichste Typ, die Saturnfrau. Denn sie kann mit ihrem Schatz, mir ist kalt, einen Test machen. Was macht er jetzt? Wie reagiert er? Kümmert er sich mal? Bin ich ihm was wert? Sie selber weiß, was sie wert ist und sie erwartet, dass der andere ihr zeigt, dass er das begriffen hat. Kann auch giftig werden, nämlich dann, wenn sie sagt, naja, das mit der Wetter-App, das hast du aber wahrscheinlich noch nicht gehört. Das ist dann schon die Mamba-Variante, die ist mit Vorsicht zu genießen. Es kann auch sein, dass die Kellnerin einen abkriegt, nach dem Motto, sagen Sie, haben Sie eigentlich genügend Tische für so ein Wetter? Kann auch passieren. Also, da muss man vorsichtig sein. So eine Frau kann man am besten ablenken, indem man ihr irgendetwas erzählt. Am besten die neuesten Formeln von einem besonders spannenden neuen chemischen Gemisch, das entdeckt worden ist. Oder eine Pflanze, die man gerade gesehen hat. Oder irgendetwas Technisches, Rationales. Dann wird sie vergessen, dass ihr kalt ist. Ansonsten neigt sie ja dazu. So, und das waren die 7 Biotypen. Das kann man in jeder Form ausdehnen. Alle Reaktionsweisen sind normal. Aber die können auch sehr schnell heutzutage sehr ins aggressiv-pathologische umschlagen. Und wenn dann die Typen nicht zusammenpassen, wenn der andere nicht weiß, wie der Partner tickt, dann kommt es zu diesem wahnsinnigen Überhandnehmen des Single-Daseins. Und das ist schade. Das muss nicht so sein. Das Problem ist immer das, wenn wir glauben, wir seien alle gleich und wir reagieren alle gleich und dann enttäuscht sind, dass das nicht so ist. Und ich denke mir, dass das Verständnis für die Typen an sich und für die Natur des Menschen dazu führen kann, dass erstens die Situation zwischen zwei Menschen entspannter wird und verständnisvoller. Und das ist das ganze Ziel. Und dann bleiben die Leute auch gesund und dann brauchen wir auch nicht so viel Paracelsus-Medizin nachher für die Kranken. Es ist die Grundvoraussetzung von Harmonie, erstmal zu wissen, wer bin ich selber und wer ist mein Gegenüber. So, wenn ihr darüber noch ein bisschen was wissen wollt, wer wissen will, was bin ich für ein Typ, Geburtsherrscherbestimmung gibt es auf meinen Webseiten und es gibt ja das kleine Büchlein, was ein bisschen erklärt, wie die einzelnen Typen medizinisch reagieren und was das bedeutet für unsere Gesundheit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.